Heute ist es endlich mal wieder soweit. Heute nehme ich mal wieder eine Folge Grundstücke bewerten auf meinem Server auf. Und ich habe einen ganz besonderen Ehrengast heute mit dabei. Und zwar die gute Sarina. Hi, was geht? Stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin die Sarina. Bin Moderatorin hier und das erste Mal jetzt beim Grundstück bewerten dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du es hier mit in meiner Aufnahme geschafft hast. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute so für Grundstücke hier am Start haben. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt zum ersten Grundstück. Es sind einige Einsendungen im Forum eingetrudelt. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass euer Grundstück bewertet wird, einfach ins Forum gehen, euer Grundstück da eintragen und mit ein bisschen Glück und wenn euer Grundstück halbwegs in Ordnung aussieht, habt ihr vielleicht Glück und ihr kommt auch in eine Grundstücke bewerten Folge. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt zum ersten Grundstück. So, also ich muss sagen, von außen ist das jetzt nicht so weltbewegend, ne? Ist ziemlich klotzmäßig gebaut, ne? Aber wer weiß, vielleicht kann uns das Grundstück ja von innen noch überzeugen. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf die inneren Werte an. Schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Okay, joa, es ist halt ein Shop, sehr übersichtlich gebaut, auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich schon bessere gesehen. Aber es ist in Ordnung, es sieht gut aus. Es sieht gut aus und man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder hier eine 1 plus mit Sternchen hinsetzt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Was ist so dein erster Eindruck, Sarina? Ja, es ist schon eine ordentliche Größe auf jeden Fall. Aber, ja, so ein bisschen detailreicher vielleicht noch. Ja, das trifft es ganz gut auf den Punkt. So ein paar Details hätte man hier echt noch einbauen können. Wartezimmer. Hier oben. Wenn man was Kirito sagen will. Okay, ja gut, hier ist einfach nur ein Wartezimmer. Ja, das ist alles, es ist alles sehr zweckmäßig gebaut hier, ne? Oben kann man wohl noch Container-Events machen, aber da ist momentan auch nicht sehr viel. Ja, habe ich noch irgendwas übersehen? Ich gehe mal kurz in den Game Mode 3. Hat der hier einen Keller? Ja, hier ein ziemlich wildes Kistenlager ist hier am Start. Hier unten im Keller ist jetzt auch nicht sonderlich viel gebaut, ne? Hier haben wir noch eine Farm am Start. Aber ja, es ist okay. Es ist okay. Also ich würde sagen, das hier ist eine Diamantenbewertung. Was würdest du sagen? Doch, auf jeden Fall. Ja. Okay, das Schild darf natürlich nicht fehlen an der Stelle. Okay, alles klar. Schild steht auf jeden Fall. Du, Sarina, meine andere Frage. Ich bin ja des Öfteren mal undercover als Mädchen unterwegs. Und da treffe ich ja hin und wieder mal auf, ja, ich sag's mal so, auf Menschen, die ganz klar einen anders behandeln, weil man Mädchen ist. Kannst du das bestätigen, dass das teilweise tatsächlich so ist? Ich habe hier einmal eine News für alle Durchrastenspieler unter euch. Und zwar haben wir momentan bei unserem Shop ein Case-Update am Start. Jede Kiste, die wir aktuell verfügbar haben, wurde überarbeitet. Das heißt, falls ihr Bock habt, mich oder den Server zu unterstützen, wisst ihr Bescheid. Jetzt gibt's auf jeden Fall ein Case-Update. Ich wollte es euch nur gesagt haben, ihr müsst auch nicht, wie gesagt, auf Ehren-Support-Basis. Falls ihr Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ihr unterstützt damit mich und den Server. Link ist in der Videobeschreibung. Zum Glück ist es nicht die Regel, aber es gibt es leider schon teilweise. Hast du da mal eine lustige Story erlebt, die du erzählen kannst, Sarina? Manchmal wird es auch sehr unangenehm. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Der Skin ist und ach ja. Wir sind dann ganz verliebt, ja, wunderschön. Ja, man kennt's doch, man verliebt sich doch neuerdings über Minecraft, oder nicht? Ja, natürlich. Das ist anscheinend gang und gäbe, ja. Sarina, wollen wir eine Minecraft-Beziehung machen? Da musst du dich mal mit das Wiesel auseinandersetzen. Ich weiß. Es war ein Joke, okay? Ein Joke. Ich bin der Letzte, der eine Minecraft-Beziehung haben will. Ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter beim nächsten Grundstück. Dazu müssen wir einmal auf City Build 1 und warte mal. Bin ich mal gespannt, was uns da so erwartet. Okay. Das ist ein sehr großes Grundstück. Wow. Mit einem Baumhaus. Das sieht man auch nicht alle Tage. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser von innen, auf jeden Fall.
gerade mit den Köpfen und so hier auf den Falltüren, als wären das so Regale. Das hat auf jeden Fall was. Hier in der Mitte ein bisschen grün. Ja. Sonst wird es auch schnell langweilig. Oben geht es auch noch weiter, sind es Inseln. Ja, was ich nice finde, okay, wenn man hier oben steht, dann hat man so den Blick auf die unterste Etage und kann sich dieses diesen Kronleuchter hier angucken. Der, finde ich, ist sehr gut gelungen auf jeden Fall. Wow, komm mal hier hoch. Hier ist das wirklich sehr gut gebaut. Wo bist denn du? Es ist klein, aber ich bin oben bei diesen Inseln. Die schweben hier oben. Warte, warte, warte. Ach, da bist du. Warte, ich komm mal ran. Oha, das ist eine sehr nice Idee. Hier noch ein kleiner Kamin am Start. Das gefällt mir richtig gut hier. Ach, eine kleine Schmiede hier noch aufgebaut. Okay. komm mal einmal runter. Hier hat er sich noch einen eigenen kleinen Tempel errichtet. An dem Leuchtturm durch das Wasser. Wie weit geht das denn runter? Oha, hier unten ist noch ein Haus drin mit Drachenköpfen. Oh, ich sehe hier halt gar nichts, Sarina, weil ich Shader anhabe. Warte. Ich komme nochmal zu dir. Oha. Was? Schon alleine das Auffüllen, das ist richtig viel Arbeit. Hier, er hat hier seinen eigenen Unterwassertempel. Das feiere ich ja mal mega. Gerade solche Sachen lassen das Grundstück halt herausstechen aus den ganzen anderen Grundstücken. Ich meine, welcher Spieler hat bitte seine eigene Unterwasserbase? Oha, hier hat er sogar noch einen Leuchtturm gebaut. Also ich muss sagen, das Grundstück gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Hier hat er noch eine Farm. Unter einer Glaskuppel. Also, das Grundstück ist echt nice gebaut. Unten hat er auch noch Melonen, Zuckerrohr am Start. Also, was Essen angeht, hat er auf jeden Fall ausgesorgt. Also, verhungern wird er definitiv nicht. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich muss sagen, das Grundstück gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Hier steckt einfach ganz viel Kreativität drin. Also wirklich, der Leuchtturm, die Unterwasserbase, der Baumhaus, ich gut Deutsch, du weißt Bescheid. Ja, genau, der Baumhaus. Das Baumhaus, der hier, die Farm unter der Glaskuppel. Also, mindestens 3 Beacons sehe ich hier definitiv. Ja. Ja, es ist viel los und viel zu entdecken und die Liebe dazu, sag ich mal. Ich würde sogar noch ein Drachenei dazugeben. Was sagst du? Machen wir ein Drachenei? Ein Drachenei. Ich denke, da wird auch demnächst noch mehr kommen. Also ein bisschen freie Fläche hat er ja noch, aber... Ja, das ist ein bisschen schade, die ungenutzte freie Fläche, aber deswegen ja auch nur ein Drachenei, ne? Ein ganz bisschen kann man noch mehr ins Detail gehen, aber meckern kann man immer. Ein Drachenei hat er sich auf jeden Fall verdient. Okay, gut, alles klar. Schild steht und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter beim nächsten Grundstück. Oha, 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 was? Wow. Da fällt mir echt die Kinnlade runter, was? Was ist das für ein krankes Grundstück? Wie groß ist das? Wie heftig sieht das bitte aus? Und wie groß das und wie weit das auch noch nach hinten geht? Oha, okay, okay, okay. Das müssen wir uns gleich mal alles anschauen. Was ich auf jeden Fall feiere, ist dieser Eingang. Ein extra Plot nur für den Eingang. Sogar einen roten Teppich. Standesgemäß, wie sich's gehört, roter Teppich vorm Eingang ausgerollt. Ist sehr nice. Hab dich Speedys Shopping Mall ist das. Okay, okay, okay. Hier haben wir also eine riesen Shopping Mall am Start. Oha, oha. Gut, hier drin ist das Ganze ein bisschen leer und ein bisschen dunkel, ne? Und noch nicht ausgebaut. Aber ich denke mal, hier wird noch einiges folgen. Einiges, einiges wird hier noch folgen. Alter, wie groß ist das hier? Okay, hier gibt es noch einen Billard- bzw. Poolbereich. Alles leer. Ich denke mal, das wird jetzt ausgebaut momentan. Ja, hier ist leider auch noch alles leer. Schade, 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 schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, als ich das von außen gesehen habe, wow, was erwartet uns bitte drin? Aber ich glaube hier, wie du schon sagtest, dieser Billardtisch hier, der lässt schon erwarten, was das hier alles noch von drin bekommen soll. Ich denke mal, hier hat der Besitzer einiges geplant. Hier haben wir noch einen entspannten Balkon und haben den Eingang im Blick. Also einfach nur krank.
Es geht sogar noch nach unten in den Keller. Er hat das bis zum Bedrock aufgefüllt. Und was ist das da oben? Hier hat er sogar ein Muster mit Licht reingemacht. Okay. 187! Okay. Bidi stinkt nach Seife. Ja. Wo steht das? Hier oben sind Schilder. Okay. Ja, dann haben wir hier noch ein entspanntes Kistenlager. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, das Plot ist von außen auf jeden Fall eine andere Liga. Schade, dass es noch nicht eingerichtet ist von innen. Sonst, also wenn das wirklich von außen, von innen genauso perfekt wäre wie außen, dann wäre das hier eine Full-Drachenei-Bewertung, ohne Diskussion. So ist das Ganze hier wieder nur ein Drachenei und ein Beacon. Obwohl es von außen so perfekt ist, es ist halt von innen noch nicht ganz fertig. Es ist von außen komplett eine andere Liga. Ich feiere es unnormal von außen. Aber eine Full-Drachenei-Bewertung ist es so leider noch nicht. Aber ich würde sagen, von außen ist der Wahnsinn. Ja, von außen ist echt der Wahnsinn. Sowas sieht man echt selten. Also da wirklich, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas zu bauen und das auch noch nicht im Game-Mode, sondern natürlich alles im Survival-Mode, müsst ihr euch vorstellen, ist schon echt, echt nicht ohne. Okay, Schild steht, Bewertung steht. Wie gesagt, nochmal an alle, die gerade zuschauen, wenn ihr mit einer Bewertung von uns nicht einverstanden seid, dann könnt ihr gerne eure konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, es ist völlig normal, dass man hin und wieder mal nicht derselben Meinung ist. Deswegen gerne, falls ihr anderer Meinung seid, ab damit in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt weiter zum nächsten Grundstück. Sicher? ja. Ist sicher. Ist noch was anderes, ne? Hat auch seinen Schaden. Oder versteckt sich noch was im Keller? Nee, versteckt sich nicht im Keller. Oh nein. Er hat halt wirklich sein Grundstück eingesendet zur Bewertung. Er hat es halt wirklich eingesendet. Ist das der richtige Citybild? Ah, nee, es ist nicht der richtige Citybuild. Es war auf Citybuild 2. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt noch gewesen. Okay, ich würde sagen, das bewerten wir dann nicht, weil ich glaube, das wäre dann eine Full-Dirt-Bewertung. Wir gehen rüber auf Citybuild 2. Okay, und wir sind in der Yoshi-World. Okay, okay, okay. Gehen wir mal nach oben. Oha. Warum? Okay, hier haben wir natürlich jetzt hier Nacht. Ich werde mal kurz meinen Shader einmal ausmachen, dass wir auch alles einmal uns vernünftig angucken können. Oha, die Türme sehen ja mal nice aus. Die sind so gekringelt, so spiralförmig. Ist auch mal was anderes. Gefällt mir auch richtig gut. Und hier ist dann, hier ist Yoshi. Über den Wolken. Oh, hey. Okay, das sieht... Das sieht echt heftig aus. Das sieht echt richtig, richtig krass aus. Wie gesagt, bedenkt, dass das hier alles nicht im Game Mode 1 gebaut ist, sondern alles wurde erfarmt. Und ich finde, gerade der Yoshi hier sieht so aus, als hätte der den Safe im Game Mode gebaut. Richtig. Oh Gott. Ja, das muss man erstmal hinbekommen, auf jeden Fall. Oh. Hier sind noch zwei Pixel Arts. Die sagen mir aber so leider gar nichts. Wenn ihr wisst, was das ist, ab in die Kommentare. Habe ich so noch nie gesehen. Das hier wird doch safe Pikachu sein, oder nicht? Das ist Pikachu. Ja, ja. Okay, das habe ich richtig gesehen. Ich habe es am Schwanz hier erkannt. Das andere Nachthaare, meine ich? Ich bin mir nicht sicher. Da musst du mich nicht fragen. Pokémon war ich nie so drin. Wie gesagt, falls schon ein Weilchen her. Ja, ich bei mir auch ein Weilchen her und auch nie so krass gespielt Pokémon, deswegen habe ich absolut keinen Plan, wer das ist. Liegt Sarina richtig mit Nachtara? Dann ab in die Kommentare auf jeden Fall. Gut, ist noch was im... Oder bist du dir sicher, Sarina, dass es Nachtara ist? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Okay, okay, gut. Dann ab in die Kommentare. Oh, es ist noch was im Keller. Okay, okay, ja, ich sehe es hier gerade. Hier ist einfach ein Drache versteckt, der Lava spuckt. Der sieht auch nochmal richtig krass aus. Was haben wir hier noch?
Ah, hier ist, glaube ich, ein Casino. Möglicher Gewinn 500 Euro. Ah, okay. Gewinnchance 2 zu 1. Oha, hier kann man 40.000 gewinnen. Und hier 50. Und hier 100.000. Ich glaube, das funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn der Plotbesitzer online ist. Schade, sonst hätte ich hier mal eine Runde gezockt. Die Türme hier drin sind auch auf jeden Fall auch echt nice eingerichtet, muss man sagen. Hier ist sogar ein kleiner Wasserfall innen drin. Und hier wird, denke ich mal, hier ist ein Schlafplatz mit Wohnzimmer. Dann kann man mit einer Brücke rüber direkt in den nächsten Turm rein. Der sieht nochmal genauso aus. Also ich muss sagen, das Grundstück ist schon sehr, sehr nice. Ich würde sagen, es gefällt mir echt gut. Aber es ist alles sehr wild auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier ein Drachenei vergeben würde. Ich glaube, dass... Für den Yoshi schon alleine? Ja, stimmt, der Yoshi. Okay. Wollen wir mal nicht so sein. Ich würde sagen, 2 Beacons, 1 Drachenei. Okay, gut. Gehen wir rüber auf City Build 1. Und da wartet nämlich noch ein Plot auf uns. Ja, es hat auf jeden Fall was. Also von außen vielleicht ein ganz bisschen eckig, aber gut, meckern kann man immer, wenn man will. Mir gefallen auf jeden Fall die Fenster. Also es ist auf jeden Fall schon so gebaut, dass man ein bisschen was zu gucken hat von außen. Von außen hier ein kleiner Garten mit Feuerstelle. Ein bisschen Details sind hier auf jeden Fall drin. You anonym. Oha, hier steht ein Hacker am Eingang. Aber ich denke mal, ach, das sind nur die Skins der beiden, die das hier gebaut haben. Hier ist noch ein kleiner Teich außen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Innen roter Teppich. Hier sind ganz viele Karten von Lukas und auch von anderen. Hier auch wieder ein Billardtisch am Start. Coole Kartensammlung auf jeden Fall. Oha, Philipp ist hier, Lukas ist hier, Japwin ist hier, Devin ist hier und... Boah, mir liegt der Name auf der Zunge. Nicht angegriffen fühlen, dass ich deinen Skin nicht zu deinem Namen zuordnen kann. Ich bin sogar auch hier am Start. Und gehen wir mal weiter hoch. Okay, hier hat er... hier hat er ein Enderkristall, ein paar Diamanten. Gefällt mir auf jeden Fall. Das ist ganz nice von innen eingerichtet, ne? Hier sogar noch so ein kleines Aquarium soll das, denke ich, sein. Eine Glotze ist auch am Start. Glotze darf nicht fehlen hier. Ja, Riesenfernseher. Ja, das sind mindestens 65 Zoll, Mann. Hier das noch eine Feuerstelle am Start. Ach hier, oder ist das Aquarium? Gerade unten war auch ein Aquarium. Ja, hier haben wir noch eins. Doppelt hält besser. Hier noch eine komplette Küchenanrichte. Alles ziemlich nice gebaut von innen. Noch ein kleines Regal am Start. Natürlich noch dran geschrieben, damit jeder weiß, dass es ein Regal ist. So, dann kommen wir zum Dach. Hier bleibe ich. Ja, ich bleibe auch hier. Alkoholfreie Getränke natürlich versteht sich von selbst. Und das Getränk heißt Getränk. Ja, ein Pool ist hier noch am Start. Ja, ich würde sagen, hier... lässt sich's doch auf jeden Fall leben. Gut. Was sagst du, Sarina? Was machen wir hier für eine Bewertung? Es ist auf jeden Fall sehr cool. Von außen, wie gesagt, noch so ein bisschen, ja, ein bisschen eckig. Aber von innen gefällt es mir schon sehr gut. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, auch wenn es von außen ein bisschen eckig ist, er hat halt den kompletten Platz ausgenutzt. Er hat halt nur ein Merch dazu. Das muss man dazu bedenken, ne? Also, ich würde eigentlich sagen, weil hier echt viele Details verbaut wurden. Also, man merkt, hier wurde ordentlich Liebe reingesteckt, würde ich hier eigentlich auch schon wieder ein Drachenei und 2 Beacons vergeben. Irgendwas dagegen einzuwenden? Nein, das klingt sehr gut. Okay. Gut, alles klar. Ich muss sagen, da waren echt nice Grundstücke mal wieder mit dabei. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ihr auch mal bei einer Folge Grundstücke bewerten mit dabei seid, dann müsst ihr nur Folgendes machen und zwar... nices Grundstück bauen und euer Grundstück im Forum einreichen und wenn ihr Glück habt, seid ihr auch mit dabei. Ich muss auf jeden Fall sagen, Respekt an alle, die heute mit dabei waren und auch allgemein Respekt an alle, die heute nicht mit dabei waren. Ich sehe tagtäglich sehr, sehr coole Grundstücke, auch wenn ihr nicht bei Grundstücke bewerten jetzt heute mit dabei wart. Einmal ein allgemeines Lob an, na gut, jetzt nicht an alles. Gibt auch manchmal Grundstücke, die jetzt nicht so ganz so gut aussehen, aber der Großteil der Spieler baut eigentlich hier sehr, sehr coole Sachen. Gut, Sarina, hat's Spaß gemacht heute, das erste Mal bei Grundstücke bewerten mit dabei zu sein? Doch, auf jeden Fall. Man ist natürlich ein bisschen nervös, aber... Ach, Quatsch. Das wird beim nächsten Mal schon noch. Wenn ihr wollt, dass Sarina bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei ist, dann lasst ihr auf jeden Fall jetzt hier mal eine positive Bewertung da, dann weiß ich Bescheid, dann weiß Sarina Bescheid.
Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr wenn ihr mich mal besuchen wollt auf meinem Server, tut euch keinen Zwang an. Ihr seid auf jeden Fall alle herzlich eingeladen. Die Server-IP ist in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder zu einem erneuten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.